Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf euch auf das Herzlichste heute Abend im Namen der Band Sibbeschuss hier in der Ludwig-Fett-Halle in Rheinbach-Oberdries begrüßen. Einen wunderschönen guten Abend zusammen und schön, dass ihr da seid. Abend! Es ist sehr schön zu sehen, dass die Halle so toll gefüllt ist und dass Sibbeschuss mit dem Aufruf zum Konzert so gut angekommen ist bei Ihnen. Und Sie können mir eins glauben, die Band ist sowas von hibbelig, sowas von kribbelig. Sie sind auf höchster Spannung und Sie werden mit Sicherheit heute Abend für Sie ein wunderschönes Konzert hier in der Halle spielen. Aber dazu kommen wir später. Zu einem guten Konzert gehört auch eine gute Vorgruppe. Und die haben wir natürlich auch am heutigen Abend. Es sind Freunde von Sibbeschuss. Es sind zwei Leichtgewichte, könnte man sagen, die seit 1994 auf den Bühnen im Rheinland unterwegs sind. Angefangen als Partygag hat das Ganze sich über viele Jahre zu einer tollen Karnevalsnummer gemausert. Dort, wo die Jungs auftreten, ist Stimmung garantiert. Okay, die Bühnen werden auch gefordert, aber bis jetzt hat es immer gehalten. Dort, wo sie sind, ist beste Laune, tolle Stimmung und die Jungs sind einfach Granate. Und wir freuen uns, dass wir sie heute Abend hier am Anfang des Abends präsentieren können. Ich sage herzlich willkommen und mit eurem Applaus, hier sind die Fletschen! Heieieiei. Du bist aber sehr laut heute, finde ich, so, wenn du sprichst. Ja, aha! So ist das schon besser. Dann auch? Ach, wunderbar. Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Guten Abend zusammen. Jeden ist Jod, ja? Bis jetzt, ja. Ja, wir sind ja wahnsinnig anmoderiert worden, ne? Ganz toll als Gruppe. Ja, vom Gewicht her, passt das vielleicht, ne? Ach, guck mal da, ein einsamer Flöckchen-Fan da mittendrin in der Masse. Herzlich willkommen. Ja, für alle, die uns nicht kennen, wir sind eine Flöckchen, ne? Was guckst du mich so an, Junge? Hast du gesehen, wie sehr ich habe mich an? Ich hab mich jetzt angeguckt, ne? Ja, also ich kann froh sein, dass inzwischen Pass auf, am Anfang wollen wir dich so ein bisschen schön schunkeln, damit wir schön gemütlich in den Abend hineinkommen. Habt euch mal alle rechts und links ein. Nochmal schön jetzt. Schunkele, rutscht alle was näher aneinander. Rutscht doch jetzt näher zu mir. Wie früher zu mir, wenn du wie früher mich kennst.
Die Stimmungslieder. Uwe Kraus
und Markus Kierdorf aus dem schönen Bergisch Gladbach hier heute Abend in Oberriss, die Fläppchen. Und es ist nicht selbstverständlich, wenn man sich soeben an einem Samstagabend Zeit nimmt und sagt, ja, okay, wir unterstützen die Jungs, wir opfern diesen Samstagvorabend. Nein, es kommt ja noch die Entfernung dazu. Es kommen die Jungs, das sieht ja kaum einer, mit der Technik hier vorne stehen. Ich denke, die haben auch einen Applaus verdient, weil auch diese Jungs eigentlich ihr Wochenende unterbrochen haben. Und das ist eben nicht selbstverständlich. Und deswegen sagen wir vom ganzen Team Silbeschuss herzlichen Dank an euch, an die Flöckchen und euer Applaus, euer großer Applaus für die beiden hier auf der Bühne. Herzlichen Dank, Maletjot, bleibt gesund, wir sehen uns wieder. Dankeschön an die Flöckchen. Kultmusiker aus Bonn. Er wird euch am heutigen Abend etwas über die Band erzählen. Und es wäre sehr schön, wenn die Stimmung so ruhig bleibt, wie wir sie momentan haben, wie wir sie gerade vorfinden. Man muss gut zuhören, dem Franz. Vorher möchte ich euch aber den lieben Franz Wahl vorstellen. 22 Jahre war er unterwegs auf den Karnevalsbühnen im Rheinland mit seiner Band Die Junge. Angefangen mit der Junge von der Shell Sick. Und irgendwann haben sie sich umbenannt in Die Junge. 22 Jahre erfolgreiche Fastelovensmusik. Und dann hat er gesagt, ich habe genug von den Bühnen. Ich nehme Abstand vom Karneval. Er ist ins Management gewechselt und war 10 Jahre tätig für die Arena Kreis Düren. Er hat diese neue Arena, die in Düren aufgezogen ist, gemanagt und er war dort Geschäftsführer. Jetzt ist er im Ruhestand und er hat sich gedacht, ach, die Musik fehlt mir. Er hat alte Kompagnons aus den 70er Jahren um sich geschart und spielt seit 2 Jahren wieder mit der Band 3.1 im Bonner Raum. Tolle Musik, die Jungs spielen, die Jungs verwalten. Es ist wirklich eine Ohrenweide dazu zu hören. Geht gerne mal auf die Internetseite von 3.1. Und der Franz wird jetzt über die Jungs etwas erzählen, die heute Abend hier zum dritten Mal in ihrer Bandgeschichte, in dieser kurzen Bandgeschichte, ein Konzert spielen. Liebe Gäste, für euch Franz Wahl. Dankeschön. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Das ist jetzt so ein bisschen wie bei der Weihnachtsfeier, wenn der Nikolaus was vorliest. Ich habe, muss ich ehrlicherweise sagen, so einen Job auch noch nicht gemacht. Ich kann normalerweise immer Gitarre üben. Aber so betreutes Lesen hier ist auch schön. Das ist total geil, ehrlich. Also es kann sein, dass die mich nachher mit Gewalt mit dem Sessel hier raustragen. Vielleicht störe ich ja auch gar nicht, dann bleibe ich sitzen. Aber wir haben da geklatscht. Das war jetzt nicht vorgesehen, weil ich bin keine Nummer hier. Ich lese ja ernsthaft was vor, also bitte. Siebelschuss, also der Siebelschuss. Folgendes soll sich im Jahre 1888, oder war ich noch in der Lehre? Im Walde zu Buschhofen zugetragen haben. Zur wahrscheinlich Hubertusjagd versammelten sich reiche Kölner und Bonner Herrschaften im Buschhofener Wald, um ein paar Wildtiere zu erlegen. Als Treiber, die das Wild aus dem Unterholz aufschrecken sollten, wurden Einheimische, also Buschhofener, eingesetzt. Bei dieser Jagd sah sich ein armer kleiner Hase plötzlich 7 Jägern gegenüberstehen, die natürlich nichts Besseres zu tun hatten, als dem Kling nach dem Leben zu trachten. Einer nach dem anderen schoss auf den Hasen, aber keiner traf. Der Hase entwischte durch die Beine der Jäger ins Unterholz.
Dieses Ereignis sorgte für lang anhaltende Erheiterung in und um Buschhofen und war lange Kneipengespräch. Damit die Stelle gut zu finden war, stellte ein Unbekannter einen Stein auf. Der Ort hieß ab sofort der Siebenschuss. Das war das Vorwort. Jetzt wird es schön. Jetzt kommt das Ganze nämlich in einer Mundartversion als Gedicht. Bitte auch in den hinteren Reihen jetzt die Gespräche einstellen. Der Zug fährt ein. Für langer Zeit bei uns im Wald, Anfang November, es war halt kalt, trafen sich sieben Weidgesellen, um bei der Jahr eine Has zu stellen. Neben ihrer Pulverfläch war ein Flachmann in der Tisch. Zu ihr gehört zu jedes Mann, damit man besser zielen kann. Hubertusjahr ist angesagt, hück machen wir eine Has parat. Schön groß und fett, so soll er sein, mit Lorbeer in der Bodderin. So dachte sich die Jägerslück, wenn das nicht klappt, das wär verrückt. Die Schuss voll Schrot geladen, denken sie ob das Knietsche Wade. Mit langer Uhr, voller Stolz, was könnt ihr aus dem Unterholz? Na Has, so groß und schwer, jetzt aber kann er das Gewehr. Der erste Schuss mit lautem Knall und drauf der Has, auf keinen Fall. Der zweite schoss dann auch vorbei, erfolglos bliff die Jägerei. Der dritte freut sich auf den Schuss, der Has da jetzt ins Falle muss. Vier bis sieben verschossen, oh, für Later hält sich das Knie hoch. Sieben Männer haben nicht getroffen, nee, was sind die Gärts besoffen. Wer meint, die Story wär nur Stuss, der freut sich noch bei Siebenschuss. Und jetzt viel Spaß, viel Vergnügen, hier sind sie für euch, Siebenschuss! Wir freuen uns ganz herzlich, dass ihr so zahlreich zu unserem Konzert hier nach Rheinbach gekommen seid. Und ich habe mir das richtig gewünscht, wir singen Wir sind aus Swistal und dann Hallo Rheinbach, das passt. Sehr schön. Ja, wir wollen direkt hier in der Gegend bleiben, musikalisch zumindest. Es ist jetzt die Zeit, wo es was wärmer wird. Man sieht ihn wieder öfters. Auch heute sind einige mit dem Rad angereist. Und dann ist so alte Tradition. Man fährt mal los mit dem Rad an einem schönen Sonnentag im Mai. Und dann kommt man von Buschhofen bis an den Kortenforst, der Bahnhof, wie man sagt. Der Bahnhof Kortenforst. Und da werden die ersten isotonischen Getränke zugenommen, ja, dann schiebt man das Rad schön nach uns. Und da haben wir den schon gemacht, wir fahren in der Kortenforsch. Auf geht's!
Nein, wir möchten es. Es gibt ja immer so Dinge, die begleiten einen im Leben. Es bleibt immer dasselbe, ist immer dabei. Bei mir war es dieses kleine Stofftier, dieser kleine Tiger. Da ist er. Und er hat mich mein ganzes Leben bislang begleitet. So 30 Jahre. Jetzt nehmen wir 20 Jahre. Vielen Dank. Ich sehe gut aus und ich trage meine Funde mit Schaden. Der kleine Tiger, auf geht's! Galocke, Welpe, Tier, der Tente, Pins, Papa, Bübo, noch die Tante, Lese, Stoff, den Witz. Doch eines hab ich vor Spree, doch mir gefallen nichts. Mit kleinen Tieren schwarz, ich bin noch in einem Netz. Und auch noch das Brennis, da muss ich schon jetzt ein Kopf holen. Reine Tiger auszulassen, spielen, und ihn heraus, da geht die große, weite Welt. Wenn du Lust hast, ja, dann kann das heute passieren. Thank you.
den ruhenden Boden in dieser Band vorstellen. Er bleibt da vorne. Er ist immer so schüchtern. Aber er gibt uns mit seinem Rhythmus, an seinem Bass, den nötigen Rhythmus, den wir brauchen. Und die Ruhe und die Kraft. Und nicht zu vergessen, wir haben unseren schönen neuen Proberaum so herrlich schön gestrichen. Auf den, hier am Bass, Robert Hensler! Brauchen wir noch jeden Morgen weg, da ist der Mensch zu Russ. Düsseldorf, du Söse, dir den Nuss. Überall nur nette Glück, das macht ja auch so Sinn. Doch wir haben wirklich Glück, ja, wir leben eher Ding. Wir haben Liebensangst, die kennt schon jeder Pans. Jeder Jeck ist anders, jeder Jeck ist ja gelernt. Und kannst du leben, wie du willst, doch denk ich stets daran. Yeah.
Thank you.
Ich sage immer, nur die Bekloppten müssen uns keine Gedanken machen. Die Normalen sind das. Ja, sing doch eine mit, haben wir gerade noch gesungen, intoniert. Und Tommy Engel hat es mal so schön gesagt, es gibt Lieder, die sind durch. Das ist wie Volkslied. Ne? Da singt man oder spielt man den ersten Akkord und dann singt alles mit. Und das wollen wir jetzt auch versuchen. Jeder kennt auch die Situation. Jeder Mann, jede Frau, irgendwann war mal der erste Mann oder die erste Frau in Solingen oder so. Gleich. Kein Theater, Freunde. Nichts gegeben. So, und deswegen möchte man mit euch jetzt folgendes singen. Mein Ängsten von Oh!
ich dir kennengelernt und dann sagt man, pass auf, ich habe jetzt so viele Erfahrungen gemacht, nenn mich einfach so, wie ich bin. Gitarre. Er bringt uns so schöne Liedideen mit wie dieses. An der Gitarre, Hartwig Kienitz. Danke, dass du dabei warst.
ganzen Republik. Steht uns das Wasser hoch bis zum Kinn. Was? Ich bin ein Ding.
bin schon wieder dummes Zeug ständig. Wir haben Mitte April, bald ist Danzig im Mai. Auch hier wird eine Veranstaltung sein. Die 20 Euro habe ich gesagt. Und deswegen möchten wir heute noch ein Liedchen mit euch zusammen singen, was den Tanz im Mai beschreibt. Die Stimmung ist ja kaum noch zu doppeln, auch den versuchen wir noch einen kleinen draufzusetzen. Hoffentlich links und rechts hin, it's Schunkeltime. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich wollte
Jahreszahlen. Und er war auch der Erste, der vor 150 Jahren Strom an eine Gitarre gelegt hat und so die Stromgitarre erfunden hat. Hey!
Ist nicht
runterkommen. Und wir geben euch noch ein gutes Nachtlied mit nach Hause. Ein ganz, ganz, ganz tolles Lied, gesungen von unserem fantastischen Gitarristen. Das kennt ihr alle. Feuerzeuge raus! Raus und dann an. Und dann hört ihr euch mal an, was der Martin zu singen hat. Ich wurde nur
zu sein. Vielen lieben Dank.